Es geht um das Thema Liebe, die Liebe zu dir selbst und das Gefühl, nicht liebenswert zu sein, dich ungeliebt fühlen und dich vielleicht aus dem heraus noch nie wirklich gewertschätzt zu haben. Im Grunde, wenn du mit diesen Themen in Kontakt bist, dich herumschlägst, dich mit anderen vielleicht streitest, vielleicht kämpfst, vielleicht das schon viele, viele Jahre in dir beobachtest, dieses Gefühl, dass etwas in dir einfach nicht leben darf, wo du Schichten in dir, Anteile in dir erschaffen hast, über dein Bewusstsein, über deine Persönlichkeit, damit das nicht hochkommt, damit das nicht dein Leben zu sehr beeinflusst. Kennst du diese Ebene in dir, wo du dich nicht liebst, wo du etwas in dir ablehnst, wo du etwas in dir hässlich findest, wo du etwas am liebsten vernichten möchtest? Das sind meistens Anteile in uns, die sind sehr, sehr früh in unserer Entwicklung, in unserem Bewusstsein, in unserer Psyche entstanden, wo wir noch so unbewusst waren, wo wir noch Kind waren, wo wir etwas an uns einfach nicht mochten, weil andere es vielleicht nicht empfangen konnten, weil andere es nicht gesehen haben, weil andere es vielleicht in sich selbst nicht sehen konnten, nicht haben wollten. Und dadurch ist es mächtig geworden. Du brauchst sehr, sehr viel Kraft. Du brauchst sehr viel Energie, um diese Anteile in dir zu unterdrücken. Und es ist möglich, du schaffst das. Nur hat das einen großen Preis. Es ist der Preis, dass du dann ein Leben erschaffst, ein Leben kreierst, ein Leben lebst, was meistens nicht wirklich du bist. Es ist etwas Künstliches. Es ist etwas, was flach bleibt. Es ist wie, als du instinktiv weißt, du lebst irgendwie eine Lüge. Es kann dich so sehr drücken und belasten, dass du dich für bestimmte Momente nicht öffnen kannst. In der Partnerschaft, in der Intimität, in der Nähe. Dass du dich nicht richtig freuen kannst, dass du dich belastet fühlst, dich schuldig fühlst dafür. Und dass du dich vielleicht auch aufopferst und immer meinst, du müsstest dich besonders doll anstrengen, dass andere Menschen dich lieben. Für etwas, für was du dich selbst nicht liebst. Und das ist so unbewusst. Und das braucht dein totales Ja. Stück für Stück, auch diesen Anteilen in dir, und das kannst du, jetzt kannst du es, sonst würdest du diesen Film nicht gucken, eine Möglichkeit zu geben, dass sie wachsen können. Dass auch durch diese Anteile, stell dir vor, die sind so unbewusst in dir, leben die in dir. Und da hast du vielleicht besonders viel drüber gepackt, besonders viel Schönheit. Vielleicht hast du irgendwas Besonderes in deinem Leben gelernt. Vielleicht hast du irgendetwas in deinem Leben darauf ausgerichtet, dass einfach diese Anteile niemand sieht. Und sie sind doch da. Und wenn du in die Tiefe willst, wenn du dein Wesen befreien willst, wenn du wirklich frei werden möchtest, dann wirst du damit wieder konfrontiert. Du wirst auf etwas zurückgeworfen. Und das fühlt sich meistens erstmal so an, als ob du in so ein riesengroßes, dunkles Loch musst. Du musst dich auf eine Ebene mit dir in etwas beschäftigen, was sich so schwer anfühlt und so unangenehm. Und vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment schon mit mir ein Stück weit dort zumindest hinschauen. So mit einem Fuß im Wasser. Schau mal. Mit einem Fuß gehst du einfach nur ein wenig hinein in dieses Wasser.
Wenn du das machst, dann kann sich ganz, ganz viel in deinem Leben öffnen. Und ich kann dir nur empfehlen, es lohnt sich. Verdräng das nicht mehr. Schau es dir an. Schau dir dieses Dunkle an. Es kann sein, dass du sehr früh in deiner Kindheit schon Dinge wahrgenommen hast, auch übernommen hast, weil du irgendwie einen Auftrag in dir trägst. Dass du in diesem Leben ein spirituelles, bewusstes Leben leben möchtest, wo es mehr darum geht, dir ganz aus dem Inneren heraus ein Leben zu gestalten, was vielleicht von deinem Verstand, von deiner Persönlichkeit, von deinem Ego, von dem, was du an Programmierung in dir trägst, an Glaubensüberzeugung, wie du toll wärst, wie andere dich gerne hätten oder wie andere stolz auf dich sind, wo das nicht mehr so zusammenpasst. Und das ist so unsere Angst, das ist wie so eine Urlebensangst. Und ich wünsche dir, dass du jetzt über diesen Film schon ein Stück weit erkennen kannst, dass das der Grund deines Unglücks ist. Dass du die Möglichkeit hast, etwas daran zu verändern. Und dann hast du auch weniger Angst, dass andere enttäuscht von dir sind, weil du es selber nicht mehr bist. Du wirst wahrer, du wirst klarer. Du ziehst dadurch mehr Menschen an, die das auch leben, die dich wirklich sehen möchten. Und du bist dadurch auch für die Menschen, die das vielleicht beängstigt, die das unsicher macht, vor denen du vielleicht Angst hast, dass sie dich kritisieren, dass sie dich beurteilen, dass sie dich bestrafen, dass sie dich verfolgen. Es gibt solche Ebenen in uns, in unserem Bewusstsein, vor denen du dich schützen musst. Vor denen hast du nicht mehr so sehr Angst. Du kannst sie mehr sehen. Du zeigst ihnen, dass du davon nicht mehr wegläufst. Und dadurch kannst du auch die mehr lieben, weil du erkannt hast, dass wenn du diese ungeliebten Anteile in dir weiterhin verdrängst, wenn du dir weiter die Geschichte erzählst, dass du nichts wert bist, weil das ist das Programm, was letztlich aus diesen ungeliebten Schattenanteilen in dein Bewusstsein immer kommt, das, was auch immer du in deinem Leben vielleicht erreicht hast. Wie viel liebende Menschen du auch um dich herum sind. Du selbst kannst dich nicht lieben. Du selbst kannst etwas nicht annehmen. Du fühlst dich wertlos. Weil dieses Programm und diese Anteile, diese unbewussten Anteile in dir immer noch sind. Schau dir das an. Gib denen die Möglichkeit. Die wollen leben. Die wollen durch dich, die wollen in deinem Leben einen Platz haben. Und du hast die Möglichkeit, jetzt etwas ein Stück weit in deinem Leben zu verändern, in die Tiefe zu kommen. Und dadurch werden diese Lebensbereiche, die sich so flach anfühlen, wo du nichts spürst, wo du dich abgestumpft fühlst, wo du nichts richtig empfangen kannst, die werden bunter. Du stehst zu dieser Wunde in dir. Und es geht nicht darum, irgendwelchen Menschen dafür Vorwürfe zu machen. Du machst dir selbst Vorwürfe dafür. Beende diese Geschichte und mach dir bewusst, es ist wie ein reicher Schatz in dir, der darauf wartet. Es ist ein Gold, in dir ist ein Gold, in dir ist ein Licht. Du bist mehr als diese Persönlichkeit, du bist mehr als diese Gedanken über dich. Du bist auch mehr als das, was du vielleicht im Außen in deinem Leben bisher erreicht hast. Du hast die Möglichkeit, dein Leben zu beseelen, tief aus deinem Wesen heraus. Dann fühlst du diese, wie du erfüllt bist. In dir brennt ein heiliges Feuer. Du bist Spirit. Du bist mehr als das, was irgendwann mal verscharrt wird, was verbrannt wird. Du hast die Möglichkeit aufzuwachen. Und das geht manchmal durch diese ganz zähe Masse, durch dieses Gefühl, dass du das Gefühl hast, du läufst auf deinem eigenen, da ist nie was gewesen. Vielleicht hast du sehr viel in deinem Leben erreicht und du hast trotzdem das Gefühl, du selbst bist nicht anwesend mehr. Darin möchte ich dich einladen. Lass dich davon nicht täuschen. Und wenn es noch so ein dunkler Schatten ist in dir und wenn es noch so sehr etwas ist, was du einfach nicht wahrhaben willst, was aber irgendwie da ist, da ist deine Kraft, da ist dein Saft, da ist das Herz in dir, wo du erkennst, du liebst, du bist liebenswert,
Und das ist mehr als einfach nur irgendwie was umarmen, so wie, nun komm mal her, es ist doch alles gut und da brauchst du dir doch keine Gedanken machen und natürlich liebe ich dich. So funktioniert das nicht. Es möchte gespürt werden. Dort ist eine Tiefe vorhanden, eine tiefe Erfahrung. Und das öffnet etwas in deinem Leben, wo du wirklich das Gefühl hast, du lebst. Sonst läufst du weiterhin weg. Und es ist eine Urangst, sich dem oft zu stellen, dass dir bewusst, dass du, dass etwas in dir gibt, was sagst, ich möchte nicht leben, ich möchte hier nicht sein. Ich mag dieses Leben nicht. Stell dir mal vor, es war etwas in dir, wo du sehr früh das Gefühl hattest, du wirst nicht geliebt und du kannst auch nicht lieben. Dass ich einfach sehr früh etwas verschlossen habe. Und das sind Seelenbereiche, da möchte ich dich zu einladen. Okay, das zu diesem teilweise vielleicht unheimlichen Thema. Es ist uns oft unheimlich. Und dieses Unheimliche, das öffnet dich wieder für die Mystik in deinem Leben. Wenn du die wieder spürst, die Mystik, das Numinose, das, was man nicht erklären kann, das ist das, wonach du dich so sehnst. Also, das war's von mir. Bis bald.